Liebe Almüy, ich habe gute Neuigkeiten. Die Stelle in Frankfurt ist mir sicher und bald werde ich selbst in der Lage sein, auf Heidi aufzupassen. Es wird dich sicher freuen zu hören, dass ich das Kind im Frühling wieder zu mir nehme. Großvater? Ich hatte doch gesagt, du sollst im Haus bleiben. Es ist wegen dem Brief vom Lehrer, weshalb du dir Sorgen machst, oder? Da steht sicher... Heidi, das geht nur Erwachsene etwas an. Misch dich da nicht ein. Aber was wird denn jetzt mit mir passieren? Bitte sag's mir doch, Großvater. Die Leute im Dorf haben schon recht. Du bist ein alter, grummeliger Bär. Wag es ja nie wieder, so mit mir zu reden. Los, rein mit dir und ab ins Bett. Das Abendessen fällt heute aus. Warum bist du nicht in der Schule, kleines Fräulein? Mäh, das kleine Zicklein kennt noch nicht einmal den König irgendwer. Sie hat nur Ziegenmist im Kopf. Wie man sich benimmt. Hinein mit dir, kleines Fräulein. Der Oberschulgeneral verlangt es von dir. Nein, ich will nicht zur Schule. Oh.